Dies ist das Märchen von Rumpelstilzchen, wie es uns von einer alten Frau erzählt wurde. In diesem Märchen gibt es einen Haushofmeister, der meistens nichts weiß. Und das Rumpelstilzchen, von dem keiner weiß, dass es Rumpelstilzchen heißt. Und die Müllers Tochter Marie, die nicht weiß, was ihr geschieht. Und einen melancholischen Prinzen Heinrich, der sich so einsam fühlt, dass er nicht einmal lächeln kann.